Schönen guten Morgen, bei mir jetzt gerade an der Tür geklingelt und wie iconic ist das bitte? Ich habe vorgestern, als das neue Neonail-Set von Bella rausgekommen ist, selbstverständlich direkt bestellt, weil Support ist da. Und anscheinend hat Bella mir jetzt ihr Set auch noch in PR zugeschickt. Ich hatte recht, das hier ist meine Bestellung mit dem wunderschönen Set und hier das PR-Paket, selbstverständlich auch nochmal das Set. Strohhalme, so Metall, wer meine Story gestern gesehen hat, weiß, worum es geht. Noch ein Strandtuch und eine schöne Karte. Vielen Dank, Bella. Ich habe hier einen Hochdruckreiniger und eine sehr verstaubte Terrasse von den ganzen Arbeiten. Ich habe so ein Ding vor Jahren mal benutzt, aber hier ist es jetzt wirklich mal nötig. Ich bin mal gespannt, wie die Steine gleich aussehen, weil das sind andere als hier. Wäre das hier aber nicht so richtig möglich, die Steine hier drauf zu legen. Was für ein wunderbar sonniger, schöner Tag. Ich fühle mich wie im Urlaub. I love it. Nochmal für alle, mein Whirlpool ist vom Whirlpool Center und es ist ein Vivo Spa. Da passen 6 Leute rein und ich packe euch auch nochmal den Link rein und die genaue Artikelbezeichnung von meinem. So, jetzt mal ganz kurz die Whirlpool Center Seite zum Crashen gebracht. Aber jetzt geht's wieder und das ist natürlich ein sehr, sehr großer Whirlpool, den ich habe. Also der ist auch 2,14 Meter mal 2,14 Meter für 6 Personen. Das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt nötig, aber es gibt auch kleinere, die dann halt auch günstiger sind. Aber das kann man halt das ganze Jahr über benutzen. Im Winter, glaube ich, wird das auch richtig geil. Also da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Übrigens habe ich ja so einen schönen Sonnenschirm mir noch bestellt von Wayfair. Und ich habe vergessen, dass ja diese Betonplatten, die da drauf kommen zu beschweren, nicht dabei sind. Und die muss ich morgen im Baumarkt holen. Aber wir wissen uns ja zu helfen. Wer hätte gedacht, dass meine Hanteln doch nochmal irgendwie eine Aufgabe bekommen? So, heute probieren wir die hier mal aus. Ob die schmecken. Und noch Grillkäse. Hat eigentlich irgendjemand das jemals geschafft, Grillkäse irgendwie geil zu braten? Das ist wirklich eine Katastrophe. Außer in der Pfanne. Probieren wir mal. Also eigentlich sind die geschmacklich richtig gut, aber ein bisschen fad. Also da fehlt auf jeden Fall Salz drin, aber wenn man das wie mit Ketchup oder so macht, das ist sehr gut. Oh mein Gott. Oh nein. Das sieht tatsächlich gar nicht so geil aus, wenn man das will. Ich sehe leider nichts. Ich sehe überhaupt nichts.